Es sind schon verrückte Zeiten. Nichts ist mehr sicher. Es kann sich alles sofort ändern. Von einer Minute auf die andere kann sich alles ändern. Im Moment, Martin Schulz weiß, wovon ich rede. Dabei sind wir Deutschen ja eigentlich Sicherheitsfanatiker im Kern unseres Wesens. Das liegt eigentlich in unserer deutschen DNA. Wir wollen es immer ganz sicher haben. Es gibt in Deutschland mehr Lebensversicherungen als Einwohner. Ja, wir zahlen Versicherungsbeiträge für mehrere Leben. Ich glaube, sowas könnte man nicht mal dem Dalai Lama andrehen. Wir Deutschen kaufen das. Die Lieblingsband der Deutschen, ist klar, kennen Sie auch, The Versicherungspolice. Ne? Mit den großen Hits Vollkasko in a Bottle, Every Eigenbeteiligung You Take oder Roxanne hat keinen Rechtsschutz, die dumme Kuh. Laut Statistik des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft gibt jeder Deutsche pro Jahr über 2000 Euro für Versicherungen aus. Und die Versicherungen werden immer absurder. Es gibt zum Beispiel, ungelogen, Hochzeitsrücktrittsversicherungen. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ich vermute, wenn einer der Partner am Altar Nein sagt, kommt Herr Kaiser und zieht die Hochzeitsnacht durch. Ich denke, so wird es sein. Warum ist er das? Herr Kaiser steht dann am Altar, auch wenn die Frau Nein sagt. Es kommt Herr Kaiser und zieht das durch. Ja, selbstverständlich. Es gibt inzwischen auch jede Menge Krankenversicherungen für Haustiere. Haustierversicherungen. Und die sind sehr gut. Zum großen Teil. Die zahlen 100% der Arztkosten, privat, auch Operationen, Röntgen, MRT, neue Hüften, alles. Die sind so gut. Es gibt deutsche Kassenpatienten, die stehen schon bellend vor der Allianz, um als Hund einen Facharzttermin zu kriegen. Oder Sterbegeldversicherung, auch sehr beliebt in Deutschland. Man versichert sich, um am Ende die eigene Beerdigung zu zahlen. Wobei sich die Versicherung nur rechnet, das kann man ja recht leicht kann man das berechnen, wenn man zu früh stirbt, dann rechnet sich das. Dann zahlt man weniger ein, als man nachher rauskriegt, als die Beerdigung kostet. Wenn man zu spät stirbt, ist es doof. Ich kenne Leute, die sagen mit 60, nee, also jetzt reicht's mir. Ich bringe mich jetzt um, also dann hat sich die Versicherung wenigstens gelohnt. Ich meine, es gibt ja nichts Frustrierendes, als wenn man 40 Versicherungen hat und in 80 Jahren keinen einzigen Schadensfall. Und das Gute an Versicherungen ist ja auch, die zahlen immer, sofort, ne? Ohne zu murren. Zahlen, die kennt ja jeder. Wenn es zum Schadensfall kommt, zack, kurz der Versicherung melden, bums, hat man das Geld auf dem Konto. Man muss so ein paar klitzekleine Kleinigkeiten beachten, aber das kriegt man ja schnell raus.